Die Nacht in Kiew ist kälter und dunkler nach massiven russischen Bombardierungen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine. 4 Zivilpersonen sind an diesem Mittwoch getötet worden, 30 weitere wurden verletzt. Im ganzen Land gibt es vielerorts keinen Strom mehr. Dabei frieren die Menschen bei Minustemperaturen. In Kiew, Lviv, Mykolaiv und Charkiw kommt es zu Blackouts bei Strom und Heizung sowie zu Problemen mit der Wasserversorgung. Der Präsident der Ukraine setzt weiterhin auf den ungebrochenen Siegeswillen der Menschen. Es gibt viele Verwundete, auch Tote. Alle Techniker sind im Einsatz, um die Energieversorgung zu reparieren. Die lokalen Behörden organisieren das. Wir werden alles wiederherstellen und wir werden alles durchstehen, denn wir sind ein unbezwingbares Volk. Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medvedev besuchte eine Rüstungsfabrik in der Moskauer Gegend. Auf Telegram schrieb er: Russlands Feinde warteten vergeblich darauf, dass die militärischen Möglichkeiten des Landes erschöpft seien. Es gebe genug Raketen. Nach den jüngsten russischen Angriffen fiel auch in Teilen von Moldau der Strom aus. Das Nachbarland hängt am Energienetz der Ukraine. In den Krankenhäusern von Lviv sind Notstromgeneratoren im Einsatz. Doch der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.